Wenn ich male, geht es mir am besten. Wenn ich male, bin ich ich. Da fühle ich mich wohl. Ja, und als kleiner Junge habe ich immer gemalt. Mich interessiert eigentlich beim Malen in erster Linie die menschliche Figur. Hat mich immer interessiert. Ich habe eine deutsche Mutter, mein Vater ist aus Afghanistan. Ich komme aus beiden Kulturkreisen und hatte relativ früh beim Studium wirklich das Problem, dass ich mich nirgends richtig heimisch gefühlt habe. Weder in dem mitteleuropäischen Kulturkreis noch in dem Kulturkreis des Nahen Ostens und war so auf der Suche nach einer künstlerischen Identität. Und da bin ich auf die Antike gestoßen. Diese ganzen antiken Geschichte, was mir da aufgefallen ist, da geht es eigentlich um nichts anderes als um ein Schönheitsideal. Doch irgendwann dachte ich mir so, Moment mal, ich bin auch ein Mensch im 21. Jahrhundert. Ich bin zwar ein Maler und ich interessiere mich für die Antike und ich habe eine Tradition hinter mir, in der ich mich so auch sehe, aber auf der anderen Seite bin ich auch ein moderner Mensch. Die digitale Ästhetik, das ist das etwas, wo ich denn mich frage, kann ich das als Maler in die klassische Malerei übersetzen? So dass man ganz einfach gesagt, dass man heute ein Bild sieht und sagt, ja, dieses Bild ist zwar Öl auf Leinwand, aber was da drauf ist, sieht aus wie aus dem 21. Jahrhundert. Griechen waren oberflächlich aus Tiefe. Dieser Ausspruch hat mich angemacht. Und da dachte ich mir, genau, oberflächlich aus Tiefe, das will ich. Musik ist halt was ganz anderes als Malen. Malen ist halt so eine einsame Tätigkeit. Musik ist eine interaktive Tätigkeit mit anderen Leuten. Das hat einen ganz anderen Zugang. Was beiden gemeinsam ist, ist die Fähigkeit, dich aus dem Hier und Jetzt zu reißen und in eine andere Realität zu befördern. Und darum geht es mir in der Kunst.